Welche ironische Lebenswende. Vor einigen Wochen noch war ich Torfstecher und musste mich mit meinem Spaten gegen die Untoten verteidigen. Nun habe ich keinen Spaten mehr und muss nicht nur mich, sondern auch den Rest des Dorfes gegen Untote verteidigen. Da hinten blitzt was. Ich suche den Zauberer Corium. Habt ihr ihn gesehen? Ja, er ist mit zwei Novizen hier durchgekommen. Er macht einen recht verbrochenen Eindruck und fasste irgendwas von Studienreise und stieg für eine Nacht hier im Gasthof ab. Am nächsten Morgen macht sie sich weiter auf in Richtung Bohr. Aber ja, einer seiner Begleiter kam noch einmal zurück und hat ein vergessenes Buch aus dem Gasthof. Was kann die Brückenwacht für euch tun? Ja, was hat es mit der Untotenlage auf sich? War dies in Moorbrück immer schon derart? War dies in Moorbrück schon immer derart bedroht? Komische Formulierung. Ich will euch nichts vormachen, ich bin ein einfacher Mann und verstehe nicht viel von diesem Ding. Daher weiß ich auch nicht, woher und warum die Untoten kommen. Ich weiß nur, dass wir ohne den Beistand der Bohrengeweihten nicht mehr lange durchhalten werden. Ich hoffe, sie taucht bald wieder was auf. Was kann die Brückenwacht für euch tun? Ist euch während der Wache irgendetwas Besonderes aufgefallen? Naja, ihr als Abenteurer seid sicher einiges gewohnt. Eine Sache gäbe es. Seht ihr im Nordosten diese Blitze? Vor einigen Stunden sind sie einfach aufgetaucht. Der Büttel meinte, das wäre nichts, was in dieser Gegend nicht schon einmal vorgekommen wäre. Besonders wohl wissen wir dabei trotzdem nicht. Was kann die Brückenwacht für euch tun? Was habt ihr eigentlich gegen den Wachdienst? An sich ist es ja eine wichtige Aufgabe, die ich auch gerne erfüllen will, wenn ich nur nicht immer alleine Wache schieben müsste. Wäre mir einfach wohler, das ist alles. Was kann die Brückenwacht für euch tun? Ja, recht habt ihr. Ich könnte mir nie verzeihen, wenn ich meiner Schicht Untote ungehindert ins Dorf gelenkt. Das wäre es in der Tat. Eine ereignisarme Nacht wünsche ich noch. Wir könnten noch mal zurück ins Wirtshaus gehen, also nachdem wir die Trollkröten da unten besiegt haben. Alle mal hergehört. So, jetzt sollten wir auch Boni mit dem Kräutermesser kriegen. Ja, Bonus plus 2, das ist gut. Und ja, wenn ich so mir gerade so ansehe, ich habe, damit ich nicht noch mehr Müll rede, wie bei der letzten Aufnahmesession, mich nochmal genau drüber schlau gemacht, wie das mit dem Würfeln auf Talentpunkt in Drakensang oder in der schwarzen Auge-Edition, in der man Drakensang spielt. Warum trägst du eigentlich noch eine Pechfackel? Fällt mir auch gerade so auf, die können wir dann auch verkaufen. Gute Entscheidung. Wie es, was es mit den Punkten auf sich hat. Okay. Wir haben hier den Talentwert. Der ist 13. Das ist der, den wir gesteigert haben. Ja, Pflanzenkunde. Und den Bonus plus 2. Den wir durch die Sichel haben. So. Dann wird das Erschweren abgezogen. Das Erschweren ist abhängig von der Pflanze, die wir sammeln. In dem Fall der Zunderschwamm. Der hat 6, weil... Der kann leicht kaputt gehen. So. Und jetzt werden auf die drei... auf die drei Attribute, die gebraucht werden. Manchmal sind es auch nur zwei Attribute, aber manche doppelt. Wie zum Beispiel halt Schlösser knacken. Ist Intuition und zweimal Fingerfertigkeit. Werden dann die 20s, also die W20er Würfel geworfen. In ihrem Fall wurde auf Klugheit 13, auf Intuition 18 und auf Fingerfertigkeit 2 geworfen. So, wenn wir uns das Ganze ansehen, wir müssen den Wert, den sie hat, also Klugheit 10, unterschreiten. Haben wir nicht geschafft hier. Wir müssen Intuition 12, also nicht unterschreiten, nur unter den Wert oder drunter sein. Also wir dürfen maximal eine 10 würfeln auf Klugheit, auf Intuition maximal eine 12. Und auf Fingerfertigkeit maximal eine 10. Man sieht, wir haben 13, 18 und 2. Und hätten es eigentlich nicht geschafft. So. Jetzt kommt aber der Talentwert hinzu. Mit dem wir die Würfe ausgleichen können. Mit den Punkten. Nämlich, wir haben 15. Erschwert um 6. Heißt, wir haben noch 9. Wir haben Klugheit um 3 nicht geschafft. Das heißt, von den 9 Punkten... können wir mit 3 Punkten Klugheit ausgleichen. So. Dann haben wir Intuition um 6 nicht geschafft. Wir haben noch 6 Talentpunkte übrig. Können wir Intuition ausgleichen. Genau. Und Fingerfertigkeit haben wir geschafft mit einer 2. Dadurch, dass wir die ersten beiden ausgleichen konnten und das letzte geschafft haben,
haben wir einen Erfolg gehabt. Und hier hinten steht, wie viele Talentpunkte wir übrig gehabt hätten. Also 0 in dem Fall, weil wir es gerade so ausgleichen konnten. Also hier die 3 und hier die 6 mit den 6 Punkten, die wir durch den Talentwert hatten. Wären Punkte übrig geblieben, wäre das vielleicht sogar besser gewesen, weil wir dann mehr Zeug aus dem Zunderschwamm gekriegt hätten. Wobei das nur, glaube ich, Theorie in dem Spiel ist, also das, was ich gelesen habe. Also jetzt hier in Drakensang, dass die Menge vom Talentwert abhängig ist. Dieses Mal ist es misslungen, wie man sieht, weil wir zwar Klugheit geschafft haben, aber Intuition mit einer 20 und Fingerfertigkeit mit einer 19 total versemmelt haben. Und hier auch wieder haben wir Intuition um 3 nicht geschafft und Fingerfertigkeit um 9. Das wären 12 und 12 können wir nicht ausgleichen mit 9. Nur mal so zur Theorie, wie das Ganze klappt. Und ja, ich bin verwirrt, wir kommen so nicht da unten hin. Hm. Irgendwie muss es doch aber einen Weg zu den Kröten geben. Außer der Weg ist hier unten. Oh. Ich glaube, der Weg ist auch hier unten hinten hinter dem Haus vorbei. Also an dem Haus hier vorbei. Ich glaube ja, hier zwischen den Büschen durch. Nee. Ah, wie kommen wir dann noch hin? Sieht eigentlich so aus, als ob es eine Nachbarinsel geben würde, hä? Gucken wir mal, wenn wir einfach da hinklicken. Ach, hier ist ein Weg runter. Den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Okay. Tag, Trollkröten. Ja, Trollkröten können wir noch machen. Folgt mir. Zeritus, Zeritus, Astus. So. In Ordnung. Dann können wir auch die Trollkröten mal ausnehmen. Froschschenkel. Einsacken. Okay. Ja. Das war jetzt. Schade, ich habe gleich geguckt, was das für eine Pflanze war, aber auch misslungen. So, dann tun wir mal die Trollkröten. Mal gucken, um wie viel sind die erschwert. Um 6. Ohrschenkel und Giftbeutel. Also da haben wir auch 15, also haben wir 9. Ja, ihr seht, das Würfeln kann manchmal sehr gemein sein. Ich helfe. Das ist ein
können wir mal gucken. Also Giftbeutel sind auf jeden Fall Reagenzien. Ja, und auch das ist eine Reagenz. Okay. So, da haben wir, glaube ich, alle 6. Ich wollte nicht gegen die Wand laufen. Hui, schaut mal. Hier hat jemand ein putziges Geheimversteck eingerichtet. Ja, und hier ist, glaube ich, auch der Schatz von dem Typen über uns. Hela und Belmatt, nett. Na klar. Okay, das ist. Ja. Eine Spitzhacke. Ah. Alle mal hergehört. Und Schnapsflaschen. Kann sein, dass wir hier jetzt gerade das Geheimversteck gefunden haben. Amazone voraus. So, Belmatt hat Erschwerung um 6, das ist gelungen. Und das Schloss hatte nur eine Erschwerung um 2. Ja, wie wir bereits beim letzten Mal schon festgestellt haben, wenn Gladys kein Hilfsmittel, also keine Haarnadeln benutzt. Schon geschehen. Okay, Einbären sind um 3 nur erschwert. Und wir haben nur eine gekriegt. Gute Entscheidung. So, vielleicht noch die eitrigen Krötenschemel hier. Wird gemacht. So, das hat geklappt. Das heißt, wir können uns jetzt wieder auf den Rückweg machen. Wir können ja nochmal in der... Vielleicht bewegen wir unterwegs den Büttel. Wir können ihn auf seine... Heimlichtuerei ansprechen. Wenn nicht, können wir vielleicht die Missionäre in der Taverne dafür bewegen, draußen Wache zu halten. Also ihren Kollegen zu helfen. Und den einen Typ nochmal auf sein Versteck ansprechen, nachdem wir es jetzt gefunden haben. Also ich denke mal, dass das seins war. Noch wer? Einen frischen Humpen? Ich möchte nur in Ruhe auf meinen... Ja, du hast nichts. Wieso habe ich mich breitschlagen? Du hast auch Wäre nichts. Was noch? Ich will trinken und nicht reden. Ein Hinweis, wie ich euch überzeugen kann? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls bin ich jetzt noch nicht überzeugt. Okay. Dann überzeuge ich ihn vielleicht, indem ich die Untotenlage aufhalte.
So, das heißt, wir haben jetzt eigentlich keine andere Wahl, als in Richtung der Blitze zu gehen. Hier haben wir ja jetzt alles abgegrast und so. Kann mal sicherheitshalber ein Quicksave machen. Hoffentlich passiert nichts. Hoffentlich passiert nichts. Keine Untoten, keine fiesen Kreaturen. Keine Untoten, keine fiesen Kreaturen. Ah, der arme Typ. Ach, bevor ich es vergesse. Geht besser nicht weiter ins Moor hinein. Aus dieser Region kommen die Untoten. Ja, aber wir haben keine großartig andere Wahl. Na okay, außer erstmal auf diese Insel rüber zu gehen.